Glaukom, Gemeinschaft, ich freue mich, dass ich diesen Vortrag vor Ihnen halten darf und dass wir das diskutieren können. Und das Thema, das Sie ja vorgeschlagen haben, ist, kann ich jedes Medikament, das mir mein Hausarzt oder mein Internist oder wer auch immer mein Facharzt mir verschreibt, kann ich das unbedenklich nehmen oder muss ich vorsichtig sein? So, und ich hoffe, dass Sie alle gewissermaßen bereit sind für diesen Vortrag und nicht schon dem Abendessen zustreben, sondern die nächsten Minuten, die wir miteinander verbringen, auch wirklich aufmerksam zuhören können, dass wir dann tatsächlich die Fragen, die Sie dann noch haben mögen, diskutieren können. Sie alle wissen, und Sie sind ja, ich denke, doch alle betroffen von der Glaukomerkrankung, dass wir natürlich unsere Diagnostik haben, um die Glaukomerkrankung erstens zu diagnostizieren, beziehungsweise dann natürlich im Verlauf auch zu beachten, im Wesentlichen natürlich der Augeninnendruck, das Gesichtsfeld und der Sehnerv. Und für uns jetzt im Folgenden, das werden Sie später sehen, ist der Kammerwinkel von großer Bedeutung. Dr. Gerster hatte ganz am Anfang schon auf die Beipackzettel der Medikation hingewiesen. Das Problem ist, dass nämlich auf den Beipackzetteln eigentlich nichts steht. Die Mechanismen, wie jetzt eventuell das Medikament, das Sie einnehmen müssen, wie dieses eventuell mit der Glaukomerkrankung interagiert, sprich also eventuell eine Glaukomerkrankung verursacht oder aber diese verstärkt, ist nicht aufgeführt. Und das Einzige, was man dort finden kann, ist eventuell Kontraindikation Glaukom, also nicht beim Glaukom nehmen, beziehungsweise kann eventuell ein Glaukom verursachen. Wir verwenden extrem viele Medikamente. Das heißt, die Ärzte verschreiben, und wenn ich Ärzte sage, meine ich natürlich auch die Ärztinnen, verschreiben unheimlich viele Medikamente. Da ist irgendwo eine Rückkopplung. Ich höre unheimlich viele Stimmen. Das irritiert ein bisschen. Vielleicht kann sich jeder stumm schalten. Die Top 10 sehen Sie hier einmal aufgelistet. Die Top 10 der verkauften Lebensmittel. Und da sehen Sie ganz oben Ibuprofen, dann sehen Sie Schilddrüsenhormon, Sie sehen magensäurehemmendes Präparat, Analgetika, ACE-Hemmer, das heißt Blutdrucksenker, beziehungsweise bei Herzinsuffizienz, Beta-Blocker, Cholesterinsenker, Calcium-Antagonisten. Und diese Top 10 können Sie bedenkenlos nehmen. Da ist kein Medikament dabei, welches irgendwie mit einer Glaukomerkrankung interagiert. In dieser Grafik sehen Sie die Top 10 der verschriebenen Medikamente, also nicht der verkauften. Verkauft ist ja auch frei, ohne Rezept. Diese sind nur auf Rezept in sogenannten DDDs, das heißt Defined Daily Doses, in Millionen. Das sehen Sie oben, Ramilicht, das ist Ramipril, auch wieder ein Beta-Blocker. 2725 Millionen Tagesdosen. Und da sehen Sie dann weiter runter verschiedene Medikamente, Brand-Prazol, also ein Protonenpumpenblocker zum Beispiel, wieder Ramipril, Candesartan, auch ein Medikament, um den Blutdruck zu senken. Auch hier sehen Sie alle diese Medikamente, die am häufigsten verschrieben werden, sind unbedenklich zu nehmen. Das heißt, wenn Sie eines dann Medikament sehen, das Sie vielleicht selber auch nehmen, kann man sagen, diese Medikamente haben keinen oder stehen in keinem Zusammenhang mit einer Glaukomerkrankung oder dem Augeninnendruck. Aber leider ist das nicht die ganze Wahrheit. Das heißt, wir müssen uns tatsächlich mit Medikamenten beschäftigen, die Sie eventuell oder die wir eventuell nehmen. Und zwar im Hinblick auf ein Offenwinkelglaukom. Und dann vor allem, und das ist eigentlich der Schwerpunkt, das werden Sie gleich auch sehen, im Hinblick auf Winkelblockglaukome, das heißt auf einen letztendlich eventuell engen Kammerwinkel. Kommen wir zunächst zu den Offenwinkelglaukomen. Da gibt es eigentlich nur ein einziges, ja, einen einzigen Wirkstoff, und das sind die Steroide. Das ist das Cortison. Und ich darf ganz kurz ausführen zur Historie. Thaddäus Reichstein hat erstmals das Cortison beschrieben, 1935 isoliert. 1948 gab es die erste Therapie mit Hydrocortison zur Immunsuppression bei rheumatoider Arthritis. Und 1950 hat er tatsächlich
einfach nur Interesse halber, den Nobelpreis für Medizin für die Entdeckung bei den Hormonen der Nebennierenrinde, ihrer Struktur und ihrer biologischen Wirkung erhalten. Und 1950 gab es auch das erste topische Cortison, also Hydrocortison, in der Augenheilkunde. Triamcinolon und Acetonid war das erste halogenierte Glukokortikoid und dann gab es einen sogenannten Euphorie-Peak, also jeder wollte letztendlich Cortison haben, das war so in den 60er, 70er Jahren, also schon eine lange Zeit her, aber es gab auch eine sogenannte oder gibt auch eine sogenannte Steroidphobie wegen Nebenwirkungen. Das so zur Illustration, was der Doktor Ihnen verordnet hat, enthält Hanf, Tollkirschen, Wilsenkraut, Pflanze, egal, Hauptsache es hält kein Cortison. Das hört man immer wieder. Letztendlich kann ich an dieser Stelle schon sagen, wenn Ihr Hausarzt oder Ihr Spezialist, aus welchen Gründen auch immer, wegen einer Hauterkrankung, aufgrund von Entzündungen, Ihnen Cortison verschreiben möchte, dann ist es natürlich extrem wichtig, dass Sie ihm sagen, dass Sie eine Glaukomerkrankung haben. Aber wenn es notwendig ist, dass Sie das Cortison nehmen, dann bin ich persönlich der Meinung, und es gibt keine Alternative dazu, dass Sie dieses Cortison nehmen können, auch wenn, das sehen Sie gleich, natürlich eine Interaktion mit dem Augeninnendruck entstehen kann. Was bedeutet das? Es ist natürlich wichtig, den Augeninnendruck zu messen. Hier ist eine kurze Umfrage nochmal zur Erläuterung, dass es vollkommen, dass es tatsächlich so ist, dass sich die Patienten oder dass sie sich oder dass wir uns Gedanken machen. Das sind jetzt hier ist eine Befragung in England gewesen für Patienten mit atopischem Ekzem. Und da hat sich herausgestellt, 72% machten sich Sorgen, entweder um die eigene Haut oder die des Kindes, wenn es um die Therapie beim Kind ging. Ein Viertel gab an, dass sie letztendlich der Therapie nicht folgten und ganz im Vordergrund stand letztendlich die Frage, wie verändert sich die Haut und eher zurück oder weniger wichtig war die Frage, wie denn das Cortison systemisch aufgenommen wird. 70% hatten Ängste, Bedenken gegen eine Cortisontherapie, knapp 80%, also immerhin 4/5, Zweifel, ob sie einer Cortisontherapie zustimmen wollten. Es waren ungefähr 14.000 Patienten. Es war eine Befragung in der Schweiz. Und letztendlich ist es ganz, ganz wichtig, wo die Informationen über das Medikament herkommen. Und deswegen bin ich hier so ein bisschen ausführlicher bei dem Cortison, weil wir natürlich auch in der Augenheilkunde sehr viel Cortison verwenden und wir natürlich viele Erkrankungen haben, die teilweise auch parallel gehen. Das werde ich Ihnen gleich auch nochmal zeigen. Nur 15% bekamen ihre Informationen vom Arzt, 55% Hörensagen und der Presse. Und ich glaube, da haben wir sehr viel Nachholarbeit zu tätigen, dass wir den Informationsfluss, die Kommunikation deutlich verbessern, dass wir ihnen die Informationen geben. Denn ich denke, es ist, wenn man nur auf das Hörensagen geht oder in die Presse geht, so ist es manchmal, denke ich, fraglich, ob man da tatsächlich alle guten Informationen bekommt. Wenn Sie einmal schauen, in dieser nächsten Tabelle sind Nebenwirkungen aufgeführt, einmal 1976 und dann 1996, also 20 Jahre später. Und 1976 war die Glaukomerkrankung an 10. Stelle der Häufigkeit der Nebenwirkungen und 1996, 20 Jahre später, an 4. Stelle. Also die Bedeutung der Augenerkrankungen im Hinblick auf eine Steroideinnahme, also eine Cortisoneinnahme, ist wesentlich gestiegen. Nebenwirkungen des Cortisons sind charakteristisch und treten eigentlich von Beginn an auf. Dazu zählen Schlaflosigkeit, eine gewisse mentale Labilität, Zunahme natürlich, das wissen Sie, an Appetit und Gewicht. Dann bei der Einnahme Steigerung des Blutdrucks, die Entstehung eines Diabetes mellitus, es kann ein Magengeschwür entstehen, es können Hautveränderungen wie eine Akne auftreten. Und ganz regelmäßig, und das ist wichtig zu wissen, weil wir nämlich bei längerer Cortisongabe dieses dann am Ende ausschleichen müssen, ist die Suppression der Nebenniere
und im Weiteren dann natürlich Infekte, Wundheilungsstörungen und eine Osteoporose. Und das ist heimtückisch, weil sie später auftreten, nämlich die Osteoporose, die Hautatrophie, Fettleber, die Katarakt würde ich nicht als heimtückisch bezeichnen, denn wenn es klar ist, dass Cortison genommen werden muss, dann ist die Katarakt, glaube ich, kein Problem, denn die können wir gut operieren. Wichtiger ist tatsächlich die Frage hinsichtlich der Glaukomerkrankung. Und hier möchte ich jetzt im Folgenden darauf eingehen, auf die Risikofaktoren. Es gibt Unterschiede in Abhängigkeit zum Beispiel der Glaukomerkrankung, ob es Unterschiede gibt, wie ich das Cortison appliziere, dann die Frage der Dauer der Cortisontherapie und wie ist es denn mit der Normalisierung des Augeninnendrucks, wenn ich denn das Cortison wieder absetze. Was wir wissen, es kann, wie gesagt, bei einer Cortisongabe zu einem Augeninnendruckanstieg kommen. Das heißt, Sie brauchen noch gar keine Glaukomerkrankung haben. Wenn Sie Cortison nehmen für lange Zeit und man achtet nicht auf den Augeninnendruck, dann kann sich aus dieser Cortisongabe eine neue Glaukomerkrankung, ein neues Offenwinkelglaukom entwickeln. Auf der anderen Seite ist es so, wenn Sie eine Glaukomerkrankung schon haben, dann kann über eine Steigerung des Augeninnendrucks diese negativ beeinflusst werden. Wie häufig ist das noch? 60% sind im Prinzip No-Responder, bedeutet, es kommt nicht zu einem wesentlichen Augeninnendruckanstieg. 30% aber sind Responder. Das bedeutet, dort kommt es zu einem schon empfindlichen Anstieg des Augeninnendrucks zwischen 6 bis 15 mm Hg. Das heißt, der Augeninnendruck kann zwischen 20 und 31 mm Hg liegen. Und ungefähr in 4 bis 6%, ich kann sich einfacher merken, ungefähr 5%, haben eine deutliche Augeninnendrucksteigerung über 30 mm Hg. Das sehen Sie hier noch einmal in der Grafik. Ganz unten Patienten, zwei Kurven für normale, das heißt ohne eine Erkrankung, ohne eine Glaukomerkrankung. Und zwar die untere für junge, 18 bis 30 Jahre, und die zweite Kurve für Menschen über 40. Und da sehen Sie schon, dass das Alter auch ein Risikofaktor für einen Druckanstieg bei einer Cortisongabe agiert. Sie sehen nämlich schon ein bisschen mehr Anstieg, aber immer noch in einem sehr geringen Bereich. Dann aber ein deutlicher höherer Anstieg, ein deutlich höheres Risiko bei den Offenwinkelglaukomen und auch, aber bei den Normaldruckglaukomen. Man kann also sagen, ein Augeninnendruckanstieg moderat kann ungefähr in 18 bis 36% eintreten und ein signifikanter Anstieg des Augeninnendrucks mit einem hohen Risiko für eine Offenwinkelglaukomerkrankung bzw. für die Erschwerung und für die Verschlechterung einer vorhandenen Erkrankung ist ungefähr in 5 bis 6% gegeben. Und wenn eben ein Glaukom schon vorliegt, dann ist dieses Risiko sehr, sehr hoch. Das heißt, wenn Sie ein Glaukom haben, und wir sind ja zusammen, weil wir uns alle mit dieser Glaukomerkrankung beschäftigen, und Sie haben, und Sie sollen Cortison bekommen, dann ist es absolut notwendig, dass Sie mit Ihrem Hausarzt oder mit dem Spezialisten darüber sprechen, beziehungsweise Ihrem Augenarzt dieses sagen und Sie dann zusammen überlegen, wie Sie, um das mal lapidar zu sagen, die Kuh vom Eis bekommen. Das bedeutet, gibt es vielleicht eben ein anderes Medikament, das Sie nehmen können anstelle von Cortison. Wenn das gar nicht geht, dann muss der Augenarzt eben in Kenntnis der zusätzlichen Cortisongabe den Augeninnendruck kontrollieren und entsprechend gegebenenfalls gegenregulieren. Es gibt Risikofaktoren für den Anstieg des Augeninnendrucks. Das ist in erster Linie, das hatte ich schon erläutert, das Offenwinkelglaukom, wenn es vorhanden ist. Das sind Verwandte ersten Grades, die schon ein Glaukom haben. Das ist das Vorhandensein eines Diabetes mellitus. Das ist eventuell eine hohe Myopie, die zusätzlich vorliegt. Und das sind eventuell vorliegende Bindegewebserkrankungen. Es gibt Unterschiede zwischen den verschiedenen Cortison
Typen, Präparaten. Das Hydrocortison, das ich anfangs erwähnt hatte, gilt gewissermaßen als Bezugsgröße, wird also gewissermaßen die relative Wirkung auf 1 gesetzt. Und wenn Sie jetzt andere Präparate nehmen, wie zum Beispiel Prednison oder Methylprednisolon oder aber zum Beispiel Dexamethason, dann ist die Wirkung wesentlich stärker, um letztendlich, wenn Sie also sagen wir mal 20 Milligramm Hydrocortison nehmen, dann brauchen Sie letztendlich nur 0,8 Milligramm Dexamethason nehmen. Wenn Sie aber 20 Milligramm Dexamethason nehmen, dann haben Sie eine 25-fach stärkere Wirkung dieses Medikaments, sowohl im Hinblick auf die antientzündliche Wirkung, aber auch letztendlich im Hinblick auf eine Augeninnendrucksteigerung. Die Höhe des Augeninnendrucksanstiegs wird beeinflusst durch die Applikationsart. Sie ist topisch stärker als bei der systemischen Gabe. Sie ist abhängig von der Art des Steroids. Ich hatte das schon gerade kurz erläutert. Also Dexamethason, Prednison haben eine deutlich stärkere Auswirkung auf den Augeninnendruck als Fluocortolon oder Rimexolon. Es ist abhängig von der Dosis und der Dauer der Therapie. Es ist abhängig von vorliegen prädisponierender Erkrankungen, das hatte ich schon erwähnt, zum Beispiel Diabetes mellitus, Bindegewebserkrankung. Und es ist abhängig von einer genetischen Prädisposition. Wie kann Cortison nun appliziert werden? Einmal systemisch, also oral intravenös, topisch, das heißt okulär oder kutan. Es kann dann lokal injiziert werden, also periparaokulär, also neben dem Auge als Spritze in die Orbita zum Beispiel, als Depot oder subkutan. Es kann inhaliert werden und nasal. Und bei den Inhalativen ist es so, dass hier ein Augeninnendruckanstieg wohl nur dann entsteht, wenn zum Beispiel eine positive Glaukomfamilienanamnese vorliegt. Aber alle diese 5 Applikationsarten können zu einer Augeninnendrucksteigerung führen. Wichtig ist zu wissen, wann tritt denn die Augeninnendrucksteigerung auf? Bei topischer Applikation nach ungefähr 1 bis 2 Wochen, nach systemischer oder parabulbärer Applikationen nach 2 bis 4 Wochen. Und das ist ganz entscheidend und wichtig, denn manchmal ist plötzlich der Augeninnendruck höher. Zum Beispiel, dann sagen Sie Ihrem Augenarzt, ja, ich nehme seit gestern Cortison. Dann kann man im Prinzip ausschließen, dass eine Nebenwirkung des Cortisons ist. Denn es geht ganz leicht, dass dann der Augenarzt sagt, oh, Sie sind ja ein Steroid-Responder, Sie dürfen möglichst keine Steroide nehmen. Das ist ein Trugschluss. Also ganz wichtig, es braucht 1 bis 2 Wochen, beziehungsweise sogar 2 bis 4 Wochen, bis der Augeninnendruck ansteigt. Also vermerkt, jawohl, ah, der Jünemann, der ist ein Steroid-Responder, der darf möglichst kein Cortison bekommen. Wichtig ist, dass wir aber die Applikation oder eine Steroidtherapie um diese Wissen als Augenarzt, dass der Internist, Ihr Hausarzt, um eine Glaukomerkrankung weiß, beziehungsweise um die Tatsache weiß, dass letztendlich Cortison zu einem Augeninnendruck steigt. Etwas sagen. Die letzte Frage ist hochinteressant. Hat ein Corona-Impfstoff Einfluss auf das Glaukom? Das ist ja natürlich sehr neu. Wir sind alle als Ärzte alle momentan natürlich interessiert zu erfahren, ob die Impfung denn auch so ihre kleinen Nachteile hat. Ich kann dazu nur sagen, das wird eruiert. Bislang gibt es da keinen Hinweis drauf. Also in der Literatur finden sich immer wieder mal Hinweise. Ich habe gestern erst eine Studie, nicht keine Studie, aber einen Fallbericht gefunden einer Person, die ein Papillenödem, also eine Schwellung des Sehnerven in der Netzhaut hatte nach Impfung. Das sind alles bislang Einzelfälle. Es gibt keine Hinweise darauf, dass die Impfung insgesamt heutiger Kenntnisstand, 21. Januar 2022, bei Glaukom ihn irgendwie in die Quere kommt. Oder? Jawohl, jawohl. Jetzt ist wieder da. Ja, Ich super. hatte dieses Bild gezeigt, während ich geredet habe. Nämlich links sehen Sie einfach eine OCT-Aufnahme eines Zentralvenenverschlusses und rechts dieses Cystoide-Makler-Ödem. Und das ist einfach ganz klar die Empfehlung, wenn Sie eine Glaukomerkrankung haben, sollten Sie kein Cortison gespritzt bekommen, sondern sollten mit Anti-VEGF
Medikamenten, also Eylea oder Avastin oder Lucentis, dieses Jahr kommen neue Medikamente, behandelt werden. Denn wir haben verschiedene Cortison-Präparate, die ins Auge gegeben werden können. Und Sie sehen hier sie aufgeführt. Das ist wirklich nicht zu empfehlen. Davon sollte man die Finger lassen. Also kann große Probleme geben mit langanhaltenden Augeninnendrucksteigerungen, die dann letztendlich nur zu beherrschen sind, wenn man das Auge operiert. Jetzt bin ich tatsächlich mit dem Cortison durch. Jetzt komme ich auf viele andere Medikamente, die im Wesentlichen eben diesen Punkt haben, dass sie möglicherweise oder eventuell eine Augeninnendrucksteigerung verursachen können durch einen Winkelblock. Ich habe die mal einfach ganz kurz hier zusammengefasst. Ich komme gleich noch im weiteren Detail darauf. Systemische Medikamente, bei denen dann steht, kontraindiziert oder nicht zu nehmen beim Engwinkel. Bronchodilatatoren, also wenn Sie Asthma haben oder eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung, Antidepressiva, Erkältungsgrippemittel, ganz wichtig, gerade jetzt natürlich in der Zeit und dann auch im Zusammenhang natürlich mit Corona, Antiepileptika. Im Wesentlichen aber ist der Wirkmechanismus dieser Medikamente, dass sie entweder ein Parasympathikolytikum sind, bedeutet, die Pupille wird weit, weil eben die Muskeln, die die Pupille eng ziehen, inaktiviert werden, oder aber andersherum Sympathomimetika sind, welche letztendlich auch eine Erweiterung der Pupille machen über die Aktivierung eines glatten Muskels, der letztendlich dann eben zu der weiten Pupille führt. Und eine weitere Pupille kann eben bei einem engen Kammerwinkel dazu führen, dass dieser noch enger wird, und dann kann natürlich das Kammerwasser dort nicht abfließen. Nehmen Sie zum Beispiel, ich hatte Erkältungsmittel erwähnt, Cryprostat, dann sehen Sie hier, wenn Sie unter Erhöhung des Augeninnendrucks Engwinkelglaukom leiden. Das ist natürlich, sagen wir mal, aus augenärztlicher Sicht ein bisschen nicht ganz korrekt, denn eine Erhöhung des Augeninnendrucks muss letztendlich noch kein Glaukom sein, aber entscheidend ist der Begriff Engwinkel. Engwinkel, das heißt also, dass sie disponiert sind, dass sie ein erhöhtes Risiko haben, dass eventuell ein enger Kammerwinkel noch enger wird. Und die Mechanismen, wie diese Medikamente alle wirken können, ist entweder eben auf dieser Pupillenebene, eben durch die Pupillenerweiterung. Es kann aber auch zu einer Schwellung der Aderhaut kommen, und wenn die Aderhaut schwillt, dann rutscht das ganze Linsendiaphragma nach vorne und dann wird es auch enger. Es kann zu einer dicken Zunahme der Linse kommen, weil nämlich der Ziliarkörper anschwellen kann, und dann wird der Aufhängerapparat der Linsenfasern, das wird locker, und dann wird die Linse auch dicker und nach vorne verlagert. Also im Wesentlichen am Ende zielt alles darauf ab, dass die Vorderkammer flacher wird und dass der Kammerwinkel enger wird und damit ein Anstieg des Augeninnendrucks entstehen kann. Wie können Sie das bemerken? Sie können eine Sehverminderung haben, ein Verschwommensehen haben, weil nämlich, wenn die Linse sich nach vorne verlagert, dann muss das Licht eigentlich mehr gestreckt werden im Auge, damit Sie scharf gucken können. Sie werden also eigentlich kurzsichtig vorübergehend. Wenn dann der Druck sehr hoch ist, können Sie ein Hornhautödem haben, dann sehen Sie Farbringe um Lichtquellen. Sie haben dann auch Schmerzen im Auge, um das Auge herum, am Kopf. Wenn es ganz extrem ist, wenn Sie also letztendlich sogar eventuell einen akuten Glaukomanfall haben durch das Medikament, dann haben Sie sehr, sehr hohe Augeninnendrücke mit 40 bis 60. Dann haben Sie auch Übelkeit und Erbrechen. Sie können abdominale Krämpfe bekommen und sind wirklich krank und fühlen sich krank. Und so sähe ein Auge zum Beispiel mit einem Glaukomanfall aus. Das heißt, Sie sehen hier, das Licht reflektiert und wird gebrochen in der Hornhaut. Die Hornhaut ist deutlich dicker durch das Ödem. Die Pupille ist mittelweit, weil einfach das Auge so hart ist wie ein Stein. Da kann kein Blut rein, damit kann kein Sauerstoff rein. Und damit sind alle diese Strukturen haben alle diese Strukturen einen Sauerstoffmangel. Also welche Medikamente können bedenklich sein? Prinzipiell alle sogenannten Sympathomimetika, die also, wie gesagt, den Dilatator aktivieren. Alle Parasympathikolytika, also alle, die den Konstriktor der Pupille blocken, und schwefelhaltige Medikamente.
Sie sehen hier noch einmal aufgeführt die Medikamente, die eben schwefelhaltig sind und letztendlich zu einem Anstieg des Augeninnendrucks eben über diese sogenannte anticholinerge Wirkung führen können. Das ist ein sehr bekanntes Antiepileptikum, das ist ein Diuretikum, das Hydrochlorothiazid, das ist das Acetazolamid. Sie kennen das alle vielleicht als Diamox oder Glaupax, welches natürlich den Augeninnendruck eigentlich senkt, aber es kann bei einer allergischen Reaktion auch zu einer Steigerung des Augeninnendrucks führen. Und es ist ein Antibiotikum, das Tetracyclin, welches letztendlich auch ein Sulfonamid ist und welches dann ebenfalls über diese Mechanismen zu einer Augeninnendrucksteigerung führen kann. Letztendlich sind das bei diesen schwefelhaltigen Medikamenten, ist das letztendlich eine allergische Reaktion, die über diese verschiedenen Mechanismen, die ich eben schon ausgeführt hatte, letztendlich zu einer zunehmenden Einengung des Kammerwinkels führt. Und zwar schon nach wenigen Dosen, das ist wichtig. Schon Wochen, Monate nach einer Dosis kann dieses passieren. Und letztendlich ausschlaggebend bei diesen Medikamenten ist, dass sie infolge dieser Myopisierung, also dieser zunehmenden Kurzsichtigkeit durch die Vorverlagerung der Linse, verschwommen sehen. Entscheidend ist, dass Sie natürlich als Patient nicht wissen, ob Sie einen engen Kammerwinkel haben. Was macht man? Man setzt die Medikation ab natürlich, man gibt drucksenkende Medikation, man führt letztendlich dazu, dass der Ziliarkörper sich nicht mehr kontrahieren kann und wird natürlich die Medikamente absetzen. Antidepressiva, es ist eine zweite Gruppe, die sehr häufig angefragt wird und es ist tatsächlich so, dass sie auch eben, wobei die Mechanismen letztendlich nicht ganz klar sind, aber im Wesentlichen auch über diese anticholinerge Wirkung, also über eine Weitstellung der Pupille, zu einer weiteren Verengung des Kammerwinkels führen können und dann zu einer Steigerung des Augeninnendrucks führen können. Ich komme da gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich habe gesagt, zu einer weiteren Verengung. Sie nehmen vielleicht jetzt schon mal mit, ganz entscheidend ist, ob Sie ein Risiko haben, dass der Kammerwinkel noch enger werden kann und damit der Augeninnendruck steigen kann. Und ich werde in einem weiteren Punkt Ihnen gleich zeigen, dass man dagegen natürlich etwas machen kann. Das bedeutet also, dass man auf alle Fälle dieses Risiko wieder normalisieren kann, sodass überhaupt keine Bedenken stehen, wenn denn solche Medikamente notwendig sind, dass man sie auch nehmen kann. Auch in der Kombination mit Antiparkinson-Mittel haben Phenothiazine ein Risiko für einen erhöhten Augeninnendruck, auch wieder über eine anticholinerge Wirkung. Und auch die Benzodiazepine haben letztendlich die Möglichkeit, wenn ein enger Kammerwinkel vorliegt, dass sie den Kammerwinkel auch wieder über diese anticholinerge Wirkung zu einer weiteren Steigerung des Augeninnendrucks führen. Wichtig meines Erachtens und weil sie sehr häufig angewandt werden, sind eben Medikamente für die Lunge, das heißt für die Bronchien, um die Bronchien weit zu machen. Und Bronchien werden weit gemacht, ähnlich wie im Auge, entweder weil sie anticholinergisch wirken, das heißt also, das wäre dann auch eine Weitung der Pupille, oder sympathomimetisch wirken. Und wenn Sie irgendeines dieser Medikamente nehmen müssen, ob das nun irgendein Epinephrin ist, ob das Salbutamol ist, ob das Ipratropiumbromid ist oder Tiotropiumbromid ist. Also Lungenmedikamente sollten Sie immer abklopfen auf die Möglichkeit darauf abklopfen, dass eben der Augeninnendruck gesteigert werden könnte. Das heißt, hier müssen Sie eben das machen, was ich Ihnen gleich zeige, nämlich man muss schauen, ob Sie überhaupt ein Risiko haben, dass eine Augeninnendrucksteigerung entstehen kann. Das Gleiche gilt für die Antihistaminika, für die H1-Rezeptoren-Antagonisten und für die H2-Rezeptor-Antagonisten, die ja auch bei allergischer Konjunktivitis, bei Schnupfen, bei Hautallergien und die H2-Blocker letztendlich bei gastrointestinalen Problemen, also beim Reflux, bei einer Ösophagitis oder beim Duodenalulkus genommen werden. Sie sehen, also es gibt eine ganze Menge an Medikamenten, die eventuell zu einer Augeninnendrucksteigerung führen können.
dieser Mechanismus ganz anders als beim Cortison, wo es ja ein Offenwinkel ist, ein Offenwinkelglaukom ist, geht es hier über den Mechanismus der Verengung des Kammerwinkels. Es sind also meistens Winkelblockglaukome, aber eben nur dann, wenn der Kammerwinkel eng ist. Wenn Sie einen ganz normalen Kammerwinkel haben, sind alle diese Medikamente vollkommen unbedenklich. Das heißt also, wie können Sie erfahren, dass Sie einen engen Kammerwinkel haben, dass Sie also eventuell ein Risiko haben, eine Augeninnendrucksteigerung zu erleiden oder vielleicht sogar einen Glaukomanfall, wenn Sie diese Medikamente nehmen? Da ist die Kenntnis der Risikofaktoren wichtig. Also wenn Sie einen engen Kammerwinkel haben, wenn Sie zum Beispiel eben weitsichtig sind, hyperop sind, wenn also die Augen hinter den Brillengläsern deutlich größer sind. Typischerweise ist das so, dass Sie letztendlich, wenn Sie so 30, 40 sind, spätestens dann eine Brille bekommen, eine Lesebrille, beziehungsweise dann auch eben für die Ferne. Anders als der Kurzsichtige, der ja schon in ganz jungem Alter eine Brille braucht, weil er einfach in der Ferne nicht gucken kann. Dann das Alter. Frauen sind häufiger betroffen. Die Familienanamnese und die Ethnik spielt auch eine Rolle. Das heißt, wir wissen, dass eben zum Beispiel im asiatischen Raum enge Kammerwinkel wesentlich häufiger vorkommen als bei uns. Wie kann man das nun testen? Letztendlich kann jeder Arzt mit dem sogenannten Visitenlampentest, ich zeige Ihnen das gleich, versuchen herauszubekommen, ob die Vorderkammer flach ist, ob der Kammerwinkel also eng ist. Der Augenarzt kann das natürlich perfekt und ich zeige Ihnen gleich, wie er das macht. Und der Augenarzt hat natürlich nicht nur die Möglichkeit, das an der Spaltlampe, das ist ja unser Wald- und Wieseninstrument, sondern der kann natürlich zusätzlich noch apparative Diagnostik anwenden. Hier sehen Sie einmal illustriert den Visitenlampentest. Das heißt, der Arzt beleuchtet das Auge von der Seite in der Ebene der Regenbogenhaut. Und wenn die Vorderkammer tief ist, dann wird die gesamte Vorderseite der Regenbogenhaut sowohl temporal, also von der Seite her, als auch zur Nase hin beleuchtet und ist hell zu sehen. Wenn Sie aber einen engen Kammerwinkel haben, eine flache Vorderkammer, und Sie beleuchten von der Seite, dann wird nur die seitliche Regenbogenhaut beleuchtet, weil da ja gewissermaßen der Berg hochkommt und die andere Seite, die nasale Regenbogenhaut, kann nicht beleuchtet werden. Das ist ein ganz schneller, einfacher Hinweis, ob die Vorderkammer tief ist oder nicht. Wenn irgendwelche Zweifel bestehen, dann geht man oder da gehen Sie natürlich zu Ihrem Augenarzt und sagen, wie sieht das bei mir aus? Habe ich eine flache Vorderkammer? Und dann macht der Augenarzt Folgendes, das sehen Sie hier illustriert. Der bewegt den Lichtspalt über das Auge bis zur Seite und schaut das Verhältnis von Hornhaut zur Vorderkammer. Das sehen Sie hier, nicht? Also Sie können gewissermaßen abschätzen, wie tief ist die Vorderkammer im Verhältnis zur Hornhautdicke. Und das ist hier illustriert, das ist der sogenannte Van Herrick-Test. Wenn die Vorderkammer mehr als die Hälfte der Hornhautdicke beträgt, dann ist es vollkommen unmöglich, dass irgendwelche Probleme mit einem engen Kammerwinkel entstehen. Aber wenn das nur ein Viertel ist, hier links illustriert, und das ist teilweise sogar noch weniger oder weniger als ein Viertel, dann ist es ein hohes Risiko, beträgt das, ist das Risiko sehr hoch, dass eventuell der Kammerwinkel noch enger wird, wenn Sie eines dieser Medikamente, die ich Ihnen dargelegt hatte, nehmen. Das ist ein schön offener Kammerwinkel. Hier ist unten ist die Regenbogenhaut, hier oben ist die Hornhaut und hier sehen wir alle Kammerwinkelstrukturen. Das ist ein weit offener Kammerwinkel, denn das ist die nächste Möglichkeit. Diese erste Möglichkeit war mit der Spaltlampe das Abschätzen der Vorderkammertiefe. Bei dieser Untersuchung, der sogenannten Gonioskopie, setzt der Augenarzt ein Glas auf das Auge und schaut gewissermaßen um die Ecke in den Kammerwinkel hinein und bestimmt die einzelnen Strukturen des Kammerwinkels. Das ist ganz wichtig. Der Skleralsporn, dann das Ende gewissermaßen der Hornhaut, die schwalbische Linie und alles, was dazwischen ist, ist das Trabekelmaschenwerk. Dort läuft das Kammerwasser in den Schlemmschen Kanal ab und das ist hier rechts nochmal illustriert. Sie sehen hier diesen Hohlraum, das ist der Schlemmsche Kanal und alles, was davor ist, das ist das Trabekelmaschenwerk. Und der Augenarzt teilt dann das ein, je nachdem, was er alles sehen kann und wenn er bis zum Ziliarband,
bis zur Iriswurzel den Kammerwinkel einsehen kann. Die Iriswurzel ist hier links unten, dort, da wo sich die Maus gerade bewegt. Dann wird er sagen, das ist nach dem Augenarzt Schaffer benannt, 4. Das heißt, der Kammerwinkel ist ganz weit offen. Dieses Beispiel zeigt Ihnen, da kann man fast überhaupt nichts sehen. Und nur wenn der Patient blickt, dann kann man hier in den Kammerwinkel einsehen. Der Kammerwinkel ist offen, aber sehr, sehr eng. Das bedeutet, wenn der Augenarzt die Untersuchung bei Ihnen macht und er hat diese Konfiguration des Kammerwinkels, dann ist es vollkommen klar, da muss man mit Medikamenten wie Antidepressiva, wie Bronchodilatatoren beim Asthma oder bei einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung, bei Antipsychotika und so weiter und so fort, vorsichtig sein. Oder er macht eine apparative Untersuchung mit dem OCT, welches ja Sie alle kennen vom Sehnerven, das gibt es auch für den vorderen Augenabschnitt, um letztendlich festzustellen, wie ist der Kammerwinkel konfiguriert, sind Sie eventuell mit einem Risiko behaftet, wenn Sie diese systemischen Medikamente nehmen. Was machen Sie nun? Wenn wir jetzt die Steroide nochmal, was tun wir, wenn wir jetzt eben einen Augeninnendruck haben? Natürlich wichtig, wenn Sie Steroide nehmen, müssen Sie kontrollieren den Augeninnendruck. Es ist wichtig, wenn man das erkennt, dass der Augeninnendruck steigt, dass die Steroide möglichst bald abgesetzt werden, eventuell oder sonst umgesetzt werden auf alternative Therapien. Wenn Sie zum Beispiel aufgrund einer Entzündung am Auge Cortison nehmen sollen, aber Sie haben gleichzeitig auch eine Glaukomerkrankung oder einen Anstieg des Augeninnendrucks, dann kann man über andere Cortisonpräparate wie zum Beispiel Fluorometholon den Anstieg des Augeninnendrucks reduzieren. Und normalerweise normalisiert sich der Augeninnendruck nach 2 bis 4 Wochen wieder. Wichtig ist, und jetzt kommen wir, wie gesagt, zu diesem zweiten Block, nämlich dem Winkelblock für diese ganzen anderen Medikamente, die ich Ihnen genannt hatte. Wichtig ist, dass man es erkennt, dass der Kammerwinkel eng ist, beziehungsweise dass der Augeninnendruck steigt. Denn wenn der Kammerwinkel eng ist und eng bleibt oder sich sogar verschließt, sind die Folgen schwerwiegend. Und es ist sehr schwer zu therapieren und den Augeninnendruck wieder zu normalisieren. Es ist letztendlich eine lebenslange Kontrolle notwendig und Sie können diesen engen Kammerwinkel beheben, indem Sie eine Laserbehandlung machen, worauf ich gleich noch zu sprechen komme. Also, was ist zu tun, wenn Sie diese Medikamente nehmen? Wenn Sie keine Glaukomanamnese haben, wenn Sie kein Glaukom haben, dann ist es nicht zwingend notwendig, dass Sie alle zum Augenarzt gehen. Aber wenn Sie zum Beispiel eine Hyperopie haben, wenn also irgendein Risikofaktor, die ich eben schon oder den ich eben schon erläutert hatte, wenn der vorliegt, dann sollte auf alle Fälle im Zweifel zum Augenarzt gegangen werden. Und das ist ganz klar, mit Glaukomanamnese auf alle Fälle, um nämlich die Untersuchung komplett und korrekt zu machen und vor allem die Risikofaktoren zu beseitigen. Denn wir können die Risikofaktoren beseitigen. Also wir können einen engen Kammerwinkel tief machen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Das heißt, wenn Sie ein Medikament nehmen müssen, nehmen wir mal zum Beispiel, Sie haben eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung und Sie sollen jetzt Salbutamol nehmen oder Bronchodilatatoren, die ganz wichtig sind, denn man muss ja auch gut schnaufen können, dann sagt der Augenarzt, oh, der Kammerwinkel ist eng, dann guckt er sich das an und dann sagt man, okay, wir machen eine Jack-Laser-Iridotomie, ein Löchlein in die Regenbogenhaut, um die Vorderkammer zu vertiefen oder eventuell chirurgisch ein Stückchen von der Regenbogenhaut wegzunehmen. Oder, und das ist ganz entscheidend, meines Erachtens ganz wichtig, immer darüber nachzudenken, wenn Sie noch Ihre eigene Linse haben, ob eine Kataraktoperation gemacht werden soll. Denn die eigene Linse ist relativ dick, die wird auch mit dem Alter immer dicker. Und wenn Sie schon einen engen Kammerwinkel haben, dann kann man durch die Implantation einer Kunstlinse, die wesentlich dünner ist, die Vorderkammer deutlich vertiefen und ein Risiko für einen Augeninnendruck wird nicht mehr bestehen. Sie sehen hier links einmal ein sogenanntes T-Profil, also ein Tagesprofil. Und Sie sehen hier Kosopt, Xalatan, Brimonidin. Also der Patient hat eine kleine Reiseapotheke. Trotzdem ist der Augeninnendruck nicht reguliert. Die Vorderkammer ist flach. Sie sehen das hier nochmal im Vorderabschnitts-OCT. Das heißt, wenn dieser Patient jetzt zum Beispiel wegen Asthma Medikamente entsprechend nehmen muss oder vielleicht wegen einer Depression Antidepressiva nehmen muss, dann hat er natürlich ein Risiko, dass der Kammerwinkel noch enger wird, der Augeninnendruck noch weiter steigt. Das heißt, bevor man hier diese Therapie veranlasst oder
Wenn der Hausarzt diese starten möchte, dann sollte natürlich der Patient zum Augenarzt gehen. Er muss sich das angucken und dann sollte man entsprechende Maßnahmen ergreifen. Und in diesem Falle ist die Maßnahme ganz klar, die Linse zu operieren und die Vorderkammer zu vertiefen. Was bedeutet das? Wichtig ist, dass wir eine Prävention machen, entweder primär, sekundär, tertiär oder quartär, das heißt vor Eintritt ohne Risiko oder vor Eintritt mit Risiko. Nehmen wir mich zum Beispiel, ja, also ich bin jetzt kurzsichtig, aber jetzt nehmen wir mal das Beispiel, ich hätte einen engen Kammerwinkel, aber ich habe keine Glaukomerkrankung, dann ist es wichtig, dass man eben die Prävention macht, dass nicht aufgrund des engen Kammerwinkels Nebenwirkungen wie eine Augeninnendrucksteigerung oder eine Verlegung des Kammerwinkels durch die entsprechenden Medikamente, die ich Ihnen genannt hatte, eintreten. Wenn denn die Glaukomerkrankung vorliegt, dann ist es ganz entscheidend, die Progression zu vermeiden. Das bedeutet also, bei der Gabe von Steroiden darauf zu achten, dass eben keine Augeninnendrucksteigerung entsteht. Und wenn der Augeninnendruck steigt, dann letztendlich zusammen mit zu überlegen, wenn es der Augenarzt wäre, der das Cortison verschrieben hat, der soll es bitte wieder absetzen. Wenn es der Hausarzt war, dann muss man mit dem Hausarzt sprechen, ob denn Cortison wirklich notwendig ist, ob es vielleicht auch andere Möglichkeiten der Immunsuppression gibt. Und natürlich den Rückfall mal. Steroide und pupillenwirksame Medikamente können in Zusammenhang mit einer Glaukomerkrankung treten. Die Steroide mit dem Offenwinkelglaukom, pupillenwirksame Medikamente mit dem engen Kammerwinkel und eventuell einem akuten Anstieg des Augeninnendrucks im Sinne eines Glaukomanfalls. Wichtig ist eben, die Risikofaktoren zu erkennen und zu kennen und gerade insbesondere im Hinblick auf die pupillenwirksamen Medikamente die Risikofaktoren beseitigen, und das können wir, und dann sind sie in der Regel unbedingt. Und dann danke ich für die Aufmerksamkeit und habe noch eine gute Nachricht für Sie am Ende, denn mit dem Alter sehen wir immer besser.